Hey Leute, was geht? Castcrafter hier und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Sky Factory 4. Heute können wir endlich unseren Reaktor in Betrieb nehmen. Wir haben die letzten Folgen sehr viel vorbereitet und sehr viel gebaut, aber es waren wichtige Schritte, unter anderem auch die Quantum Bridge hier hinter mir, damit wir alles hier drüben in der Dimension machen können, was wir sonst auch zu Hause machen. Natürlich fehlen vielleicht ein paar Maschinen, aber die machen wir uns zur Not auch. Jetzt wollen wir gleich erstmal die Tower und so weiter hier komplett umbauen und das Ganze so fertig machen, dass wir die Maschine wirklich in Betrieb nehmen können. Und danach können wir uns noch ein bisschen um die Deko hiervon kümmern. Das heißt, jetzt gibt es erstmal einen ziemlich coolen Zeitraffer, wie wir hier die anderen Tower mit aufbauen, wie wir die Pumpen anschließen und dann können wir gleich hoffentlich den Reaktor starten. Unsere Sachen sind komplett fertig aufgebaut. Ich habe jetzt erstmal nur eine Sache gemacht, denn ich glaube, das könnte sogar mit den Speed-Upgrades noch reichen. Wir werden trotzdem die zweite Seite auch noch mit dazu machen, einfach nur aus Ästhetik praktisch mit dazu. Aber so haben wir jetzt praktisch unsere Tower hier mit Wasser und Brine am Start. Dann wird hier natürlich Brine zu Lithium oder zu Liquid Lithium verarbeutet. Und hier drüben über die Solar Neutron Actuator zu Tritium. Das geht dann unterirdisch über ein Tube hier in den einen Reactor Port. Dann haben wir schon mal Tritium hier drin. Und hier drüben wird über die Pumpen 10 Stück an der Zeit Deuterium hergestellt, dann ist hier wieder der Controller und dann haben wir hier unten einfach die Deuterium-Herstellung. Das kommt dann hier drüben raus. Und so haben wir jetzt, wenn wir in den Reaktor reingucken, Deuterium und Tritium, beides mit am Start. Und jetzt können wir theoretisch den Reaktor auch schon in Betrieb nehmen. Wir brauchen allerdings noch eine klitzekleine Sache und das ist ein Hohlraum. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie man das Ding ausspricht, also ob das wirklich deutsch ausgesprochen wird oder irgendwie anders. Aber ja, wir brauchen einen Hohlraum und den machen wir hier mit Kohle und Gold das und dann müssen wir den mit DT Fuel füllen, also mit einer Mischung aus Deuterium und Tritium. Und den legen wir dann in unseren Reaktor. Der zählt zu sehen als, ja, wie soll man sagen, als Starter für das ganze Ding, nehme ich mal an. Ich weiß leider, ich müsste mich echt mal informieren, wie sowas wirklich funktioniert. Also welche Rolle der Hohlraum in einem echten Fusionsreaktor spielt. Es gibt ja sehr viele verschiedene von den ganzen Dingern, deswegen, oder viele verschiedene Varianten, genau. Deswegen, wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten informiere ich mich und dann schreibe ich euch das oder erzähle ich euch das das nächste Mal selbst. Genau. Ignition Temperature haben wir hier 100 Millionen Kelvin. Das erreichen wir locker. Also das sollte kein Problem darstellen. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, dass wir... Oh, guck mal, wir haben sogar schon 400 Millionen Elf hier drin, wegen dem einen Laser, den wir geschossen haben. Jetzt geht es nur noch darum, den Hohlraum eben zu machen und diesen natürlich auch zu füllen. Das heißt, wir müssen hier die Tiefe reinbekommen. Und das bekommen wir einfach in einem Chemical Combiner, glaube ich, heißt das ganze Ding dann. Hier haben wir das, genau. Chemical Fuel, sehen wir Deuterium und Tritium, das wird dann zu DT Fuel. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz nach Hause und machen uns den Hohlraum, so wie das DT Fuel. Und dann können wir unseren Reaktor endlich wohlverdient anschließen oder anmachen. Das ist schon ein bisschen her, dass wir das jetzt gemacht haben. So, dann bauen wir nämlich ganz kurz Kohle. Machen wir davon mal ein bisschen was. So, Start. Und wir bauen Glowstone mit dazu. Das haben wir hier. Und Kohle haben wir hier. Und dann bauen wir unsere Infusion Factory. Perfekt. Können wir das hier dumpen? Nein, verdammt. So, da haben wir unseren Hohlraum starten. Ein bisschen zu viel, weil ich zu viel Carbon reingelegt habe. Das ist doof. Aber jetzt wollen wir noch den Chemical Combiner oder Infuser, wie die Maschine hieß. Und dann können wir, genau, Chemical Infuser. Das wollen wir uns jetzt bauen. Jetzt bauen wir noch ganz kurz einen Gas Tank. Zwei Stück und ein bisschen Enriched Alloy. Es ist wirklich so unglaublich schön, dass wir das Zeug alles im Autocrafting haben. Dann können wir das ganz schnell bauen. So, und dann haben wir hier, zack, nein, jetzt, nein, aber jetzt, yeah. Da haben wir unseren Chemical Infuser, wunderbar. Und mit dem gehen wir jetzt direkt wieder rüber durch unser wunderbares Portal. Haben wir hier mit am Start, so. Und das Teil stellen wir jetzt einfach mal genau hier dazwischen, denn das braucht natürlich Deuterium und Tritium. Das heißt, wir machen einfach so, das lädt sich hier direkt auf. Und jetzt sollte hier auch wahrscheinlich irgendwie wieder was nachproduziert werden. Yes, völlig richtig. Ja, so viel brauchen wir da gar nicht. Das heißt, das reicht in der Theorie sogar schon. Jetzt legen wir hier einfach unsere Hohlraum in die Mitte rein. Wir machen gleich mal ein paar Stück, wenn wir eh schon so viel haben. Und dann können wir dich sogar auf Redstone Signal High stellen. Dann machen die nämlich auch nichts mehr oder verbrauchen nichts. Aber so haben wir auf jeden Fall schon mal 5 Stück von den Teilen hier aufgeladen. Und die können wir jetzt wieder hier reinwerfen. So, jetzt wird hier nichts mehr aufgefüllt. Das ist natürlich super. Das heißt, wir brauchen kein Deuterium und Tritium mehr. Großartig neu. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir endlich hier hin und starten unseren Reaktor. Wir stellen mal die Edit Rate auf
Ja, was machen wir? Sollen wir mal 10 machen oder sowas? Normalerweise, also es reicht schon eine sehr, je höher die Edit Rate, desto mehr Energie produzieren wir. Aber normal reicht schon eine sehr geringe für sehr viel Energie. Deswegen, wir machen jetzt mal 10. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Früher hatte ich, glaube ich, auf 40 oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber jetzt wollen wir einfach probieren, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir legen den Hohlraum hier rein. Und dann schießen wir gleich mit unserem Laser auf den Reaktor und dann sehen wir hoffentlich, dass die Reaktion startet. Seid ihr bereit? Dann geht es los in 3, 2, 1 und there we go. Jawohl! Okay, hat alles funktioniert. War jetzt relativ unspektakulär der Start, aber hier ist unsere Reaktion. Ihr seht jetzt diese Animation hier drin, die da umeinander flitzt. Und so stellen wir jetzt praktisch Energie her. Wir können ja mal gleich gucken, wie viel Energie wir herstellen. Und zwar haben wir gerade 800.000. Das wird sogar noch ein bisschen mehr, weil sich das, glaube ich, alles noch ein bisschen aufhitzt. Genau, wir haben jetzt hier das Plasma von 600 Megakelvin, holy moly, und das Case von 400 Megakelvin, plus minus. Und das ist schon ganz ordentlich, genau. Und die Energie, warte, wir stellen das wieder auf F oder auf Kilo-F, geht es sogar noch weiter hoch. Das heißt, wir produzieren mehr und mehr und mehr und mehr Energie. Jetzt natürlich auch wichtig zu wissen, ob wir ansatzweise mit unserer Produktion hier hinterherkommen. Aber gerade sieht es so aus, als würde nur ein einziger Tower hier Energie. Ja, okay. Also, na, ist natürlich die Frage, ne? Es wäre für mich sehr, sehr wichtig zu wissen, ob wir wirklich genug haben, um das Ganze hier konstant aufrechtzuerhalten. Weil der leert sich natürlich gerade. Das ist logisch. Aber ob wir dann mit zwei Stück oder sowas genug hätten, um die Reaktion hier aufrechtzuerhalten. Also, Tritium sieht aber relativ gut aus. Wie sieht es mit Deut Nein! Ups. Wie sieht es mit Deuterium aus? Heavy Water haben wir genug. Deuterium ist komplett auf Anschlag. Also, da tut sich eigentlich praktisch gar nichts. Wir ziehen auch so gut wie gar nichts raus. Ich hoffe, ich habe den. Ah, nee, ich habe ihn gerade falsch hingebaut. Hups. So, genau, so soll das aussehen. Okay, gerade kriegen wir Deuterium relativ wenig. Ich weiß nicht, ob er gerade nur den Tank hier gefüllt hat. Okay, die Tanks sind beide voll. Gucken wir nochmal hier drüben rein, wie es da aussieht. Aber Heavy Water. Ja, bleibt gerade konstant. Nur Deuterium mit weniger. Okay, wir sollen. Ach ja, klar, wir sollen auf Dumping-Excel stellen, sonst bringt das absolut gar nichts. Okay, also Deuterium haben wir auch mehr als genug. Das sieht super aus und Heavy Water sieht auf den ersten Blick jetzt auch vollkommen okay aus. Also nicht so, als würden wir strugglen, da genug zu bekommen. Aber der ist jetzt gleich leer und dann schauen wir. So, er produziert natürlich weiter, aber jetzt wird natürlich auch irgendwo, jetzt wird er gerade geleert. Okay, wir könnten Speed-Upgrades noch hier installieren, aber wir warten erstmal ab, was passiert, ob wir genug von den Sachen produzieren oder wo dann unser Bottleneck ist, dann können wir das wieder ein bisschen upgraden. Mittlerweile stellen wir auch fast 1 Million her. Yes! Okay, sehr, sehr cool. Das ist natürlich super. Jetzt können wir uns gleich mal einen Plug mit dazu holen, denn wir haben jetzt auch Energie. Das heißt, wir schließen den Plug hier drüben an und jetzt kriegen wir hier unsere RF rein. Natürlich passiert so gut wie gar nichts, weil wir keine RF verbrauchen. Deswegen ist das egal. Aber wir können ja bald einen fetten Energiespeicher bauen, wo wir das Ganze drin lagern können. Cool. Das heißt, unser Mechanism Fusionsreaktor steht, er läuft, er funktioniert und den behalten wir jetzt ganz close im Auge und schauen, wo vielleicht ein Problem liegen könnte. Wie viel Energie wirklich produziert, sehen wir dann absolut in der nächsten Folge. Jetzt würde ich sagen, ungefähr 1 Million RF pro Tick. Das ist schon ziemlich, ziemlich stabil und wir können natürlich mit der Injection Rate später noch hochgehen. Ich hätte jetzt Edit Rate gesagt, ne, weil das da dran steht, genau, die Injection Rate, also wie viel wir praktisch reinpumpen. Ja, dann können wir mit dem Ding hier hochgehen und dann können wir eben demnächst das ganze Setup noch weiter bauen und noch größer skalieren, um eben noch mehr Energie zu bauen. Ich würde den wirklich gerne mal auf 100 oder auf 99 stabil haben, vielleicht sogar noch mit die Tieffuel dazu. Das ist eine weitere Sache, die man machen kann. Das heißt, wir können uns diese Maschine hier zum Beispiel nehmen und von der auch noch einen Tube, also wir können hier die Tieffuel herstellen lassen und das die Tieffuel zusätzlich nochmal in den Port packen und dann produziert der Reaktor nochmal mehr Energie. Aber ja, das steht alles noch in den Sternen. Wir könnten es locker bauen und ich denke mal, das werden wir demnächst auch machen. Gucken mal, wie groß wir das skalieren können, wie viel Energie wir daraus bekommen und dann können wir uns bald auch um einen fetten Energiespeicher und sowas kümmern und dann sind wir sehr, sehr gut ausgestattet. Okay, aber gut, ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge Sky Factory 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst zu Beginn in die Wertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, einen guten Tag und bis dann. Tschüss.